Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Harriet. Happy birthday to you. Wir feiern Harriets 168. Geburtstag. Woo! Happy birthday, sweetheart. In diesem Abenteuer wollen wir euch ihre Verwandten zeigen. Bevor sie im Australia Zoo ihre Heimat fand, reiste Harriet um die ganze Welt. Sie ist eine Galapagos-Riesenschildkröte. Der große Naturforscher Charles Darwin hat sie 1835 gefangen. Jetzt wollen wir die Inselgruppe besuchen, von der sie kommt. Dort leben wilde Tiere gleich neben Menschen. Und das mitten in der Stadt. Unser Ziel liegt am Äquator. Es ist das südamerikanische Land Ecuador. Unsere erste Etappe ist Guayaquil. Hier leben wilde Leguane mitten in der Stadt. Nachts machen sie es sich in den Bäumen gemütlich. Und wenn es morgens wärmer wird, kommen sie herunter und besuchen die Futterstellen. Ein toller Ort. Es gibt wohl kaum ein anderes Reptil, das so perfekt mit dem Menschen zusammenleben kann wie der grüne Leguan. Diese größten aller Leguane fühlen sich durch uns überhaupt nicht bedroht. Und wenn sie irgendwo etwas Fressbares entdecken, stürzen sie sich gleich drauf. Nicht einmal vor Grenzen haben sie Respekt. Unglaublich, Leguane im Berufsverkehr von Guayaquil. Das ist ein dominantes Männchen. Mit dem Nicken markiert es sein Revier. Es sagt, hey Kollegen, haltet euch lieber von meinem Revier fern. Die Stadtverwaltung kauft das Fressen für die Tiere und hat eine wichtige Grundregel aufgestellt. Hier sind die Menschen hinter Gittern und die Leguane haben Vorfahrt. Ist das nicht toll? Großstadt-Leguane. Die haben einen ziemlich lockeren Umgang mit den Menschen. Der hier hat bei einem Autounfall seinen Schwanz verloren, aber er ist nachgewachsen. Leguane scheinen sich einfach nicht verteidigen zu wollen. Ihre Zähne und Krallen sind ziemlich scharf, aber es fehlt ihnen wohl an Aggressivität. Sie nehmen alles ganz gelassen, selbst wenn sie ständig im Mittelpunkt stehen. Und wenn sie doch mal ihre Ruhe wollen, brauchen sie sich nur auf den Rasen zu flüchten. Der ist für Menschen tabu und die Leguane scheinen zu wissen, dass sie dort genauso in Sicherheit sind wie auf einem Baum. Die kleineren Leguane haben kurze Zacken auf dem Rücken. Je größer und dominanter sie sind, desto größer sind auch die Zacken. Das da sind die größten, die ich je gesehen habe. Er ist wohl der King hier. Es gibt eine Theorie, nach der sich die Meerechsen auf den Galapagos-Inseln in Jahrmillionen aus Tieren vom Festland entwickelt haben. Vielleicht haben sie die Inseln auf schwimmenden Pflanzenresten erreicht. Oder ihre Eier wurden angeschwemmt. Die Meerechsen sind perfekt an das Leben im nassen Element angepasst. Zu ihren Festlandsvorfahren könnten auch die grünen Leguane in Guayaquil gehört haben. Wenn die Flüsse in Südamerika Hochwasser haben, kann man sich leicht vorstellen, wie die Wissenschaftler auf die Idee mit den Pflanzenflößen gekommen sind. El Niño wirkt sich ja auf die ganze Welt aus. Hier in Südamerika steht seinetwegen gerade alles unter Wasser. Kein Wunder, dass Holzstämme, Zweige und sogar ganze Bäume flussabwärts gerissen werden und schließlich im Ozean landen. Wir folgen den Strömungen 800 Kilometer weit in den Pazifik hinaus, bis zu den Galapagos-Inseln. Dieser Archipel besteht aus mehr als 200 vulkanischen Inseln und ist heute ein Nationalpark.
Die Galapagos-Inseln lassen sich nur per Boot erkunden. Die meisten von ihnen sind unbewohnt. Als erster begrüßt uns ein Galapagos-Habicht. Er lässt sich von den Luftströmungen über die Klippen tragen. Das ist eine der spektakulärsten Küsten, die ich kenne. Die Galapagos-Inseln zählen zu den vulkanisch aktivsten Regionen der Welt. Ihre Entstehung begann vor rund 10 Millionen Jahren. Die ersten Vulkanausbrüche warfen Berge auf, die noch unter Wasser lagen. Als die dann immer höher wurden, formten sie Inseln. Auch die Bewegung der tektonischen Platten, die die Erdkruste bilden, drückte Material nach oben. Das alles fing zwar schon vor 10 Millionen Jahren an, die Inseln sehen aber erst seit 5 Millionen Jahren so aus wie jetzt. Inzwischen gibt es hier Pflanzen. Tiere haben sich angesiedelt und alles wirkt, als würde es immer so bleiben. Dabei sind die Vulkane dauernd aktiv und die Inselgruppe wandert langsam nach Osten, weil ständig Hitze aus dem Erdinneren aufsteigt. Heute gibt es 13 große und 6 kleine Inseln sowie 40 Eilande, die einen Namen haben, aber auch viele, die noch auf einen Namen warten. Geologisch ist das eine der verrücktesten Regionen der Erde. Und das gilt auch für die Biologie. Auf den einzelnen Inseln haben sich im Lauf der Evolution Unterschiede innerhalb der Arten herausgebildet. Zu den echten Legenden hier gehören die Riesenschildkröten. Wir wollen uns alle Arten hier ansehen. Am wichtigsten sind mir aber die Vertreter von Geochelone elephantopus porteri, Harriets Familie. Früher gab es auf den Inseln hunderttausende Riesenschildkröten. In den letzten 200 Jahren haben Walfänger und Liebhaber von Schildkrötenfleisch die Bestände aber ziemlich dezimiert. Heute gibt es nur noch rund 15.000 Exemplare auf den Galapagos-Inseln. Die Riesenschildkröten hier haben zwei verschiedene Panzerformen. Die eine sieht aus wie ein Sattel, ein wirklich spektakulärer Panzer. Mit der hochgebogenen Form und ihren langen Beinen können sich die Tiere weiter nach oben strecken. Sie wohnen auf den trockeneren, flacheren Inseln. Die Sattelform ermöglicht es ihnen, auch größere Pflanzen zu fressen. Als mit der Erforschung von Harriets Verwandten angefangen wurde, hatten sich ihre Vettern schon in 14 verschiedene Richtungen entwickelt. Es ist hier nicht immer leicht, etwas Fressbares zu finden. Deshalb sind die Tiere dauernd auf Nahrungssuche. Zum Glück vertilgen die Schildkröten einfach alles, sogar die Stacheln von Kakteen. Diese Tiere sind wirklich wie gemacht für die vulkanische Landschaft. Die Riesenschildkröten auf Galapagos zeigen nicht die geringste Scheu. Auf einigen Inseln kann man direkt neben ihnen stehen und sie schlafen einfach weiter. Die Unterart von Harriet ist ein bisschen schwerer zu finden. Riesenschildkröten vertilgen ungeheure Mengen Grünzeug, wenn es welches gibt. Nach den Regenfällen in der letzten Zeit herrscht hier jedenfalls kein Mangel. Sehen die nicht einfach unglaublich aus? Perfekt an ihr Umfeld angepasst. Seht euch das an. Immer geradeaus. Wie ein Mini-Bulldozer. Die Schildkröten sind zähe Tiere. Und wenn erst die Zeit nach dem Schlüpfen überstanden ist, haben sie keine Feinde mehr. Sie lassen Menschen problemlos in ihre Nähe. Sogar in der Paarungszeit, wenn die Männchen um die Rangordnung streiten. Es ist ja offensichtlich, warum ihr lateinischer Name Geochelone elephantopus ist. Schon ihre Füße sehen aus wie die von Elefanten. Damit können sie sich auch im unwegsamsten Gelände und sogar auf heißem Lavagestein bewegen. Zwischen Männchen und Weibchen gibt es gleich mehrere Unterschiede. Männchen haben einen längeren Schwanz und ihr Bauch ist leicht konkav, damit sie bei der Paarung nicht von ihrer Partnerin rollen. Sie werden ziemlich groß und wiegen bis zu 220 Kilo. They can weigh up to about 500 pounds.
Seht euch mal diesen Schwanz an. Naja, ist ja auch ein großes Männchen. Riesenschildkröten fressen nicht nur viel, sie trinken auch gern. Trotzdem können sie, wie andere Reptilien auch, monatelang ohne einen Tropfen Wasser auskommen. Die Riesenschildkröten flüchten sich ins Wasser, wenn es mittags zu heiß wird. Die hier hat sich im Schatten versteckt, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Seit 1958 stehen die Schildkröten auf den Galapagos-Inseln unter Artenschutz. Für 3 Unterarten war das leider schon zu spät. Aber 11 andere halten sich ganz tapfer und jetzt können sich hoffentlich auch die nächsten Generationen an ihnen freuen. Heute wollen wir Harriets engste Verwandtschaft finden. Dafür müssen wir aber in einen Sumpf, in dem es nur so von Sandfliegen wimmelt. Hier verstecken sich die größten Schildkröten. Diese Baby-Riesenschildkröte ist kaum 2 Jahre alt. Beim Schlüpfen haben die Tiere nur ein Tausendstel ihres späteren Gewichts. Wer so klein ist, hat natürlich jede Menge Feinde. Nicht nur die Habichte fressen die Winzlinge gern, auch Ratten und verwilderte Hunde. Und die Ziegen fressen ihnen außerdem das ganze Grün vor der Nase weg. Viele Tierarten auf den Inseln sind erst mit dem Menschen hergekommen. Einige von ihnen sind inzwischen eine echte Bedrohung für die Riesenschildkröten, Meerechsen und anderen einheimischen Arten. Viele ehemalige Haustiere fühlen sich in der Wildnis hier mittlerweile überaus wohl. Auf die einheimische Flora und Fauna wirken sie sich aber verheerend aus. Ein toller Blick am Morgen. Das erste Licht, genau meine Zeit. Das Ding ist, dass die Galapagos-Riesenschildkröten einen Großteil des Jahres auf den Vulkan hängen verbringen. Zu dieser Jahreszeit suchen sie aber Feuchtigkeit und kommen in die tiefer gelegenen Regionen. Wir wollen in ein Gebiet, das völlig überschwemmt ist. Der El Niño-Regen hat hier alles durcheinander gebracht. Die Tiere wissen gar nicht, was sie davon halten sollen. Wir werden den Rest der Strecke reiten, bis zu den Stellen der Ebene, wo man Schildkröten findet. Das wird toll. Dann treffen wir endlich Harriets Geschwister. Zuerst wird uns der Schildkrötenexperte vorgestellt. Er soll die Schildkröten für uns finden. Ja, no problem. Entonces, en ese caso, yo voy a llevar los dos ya vienen. Steve hört ganz aufmerksam zu und ist mit allem einverstanden. Kein Wunder, er kann nur 2 Worte Spanisch. Sie, also ja, und Tortuga, Schildkröte. Sehr schlau, Steve. Ziemlich kleines Pferd. Hoffentlich kann es mich tragen. Interessanter Sattel. Und das andere Ding ist, dass ich wohl auf dem Maultier reite. Ein kräftiges Tier, sagen sie. Strong, they say, strong. Ich muss euch eins sagen, ich bin kein John Wayne. Und dieser Sattel ist auch nicht ohne. Ach übrigens, Galapago ist ein spanisches Wort für Sattel. Die Galapagos-Inseln sind also nach den Sattelschildkröten benannt. Interessant. In einigen Schutzgebieten kommt man problemlos in die Nähe von Schildkröten. Ganz so einfach haben wir es nicht.
Wir wollen ja unbedingt Harriets Unterart treffen und müssen uns deshalb in die Tiefe der Sümpfe vorkämpfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal über die Galapagos-Inseln reiten würde. In diesem Teil des Archipels kommt man wirklich nur auf dem Rücken der Pferde weiter. Zu Fuß wären wir viel langsamer. Die Pflanzen schießen nach dem Regen nur so in die Höhe und der Boden ist selbst für den stärksten Allradantrieb viel zu uneben. Ist das nicht toll? Hier sieht man gleich, warum die Schildkröten Füße wie Elefanten haben. Nur mit solchen Füßen können sie von den Vulkanen in die Niederungen heruntersteigen. Das ist hier total uneben. Sogar die Pferde haben es da nicht leicht. Die Lava ist wirklich unangenehm. Trotzdem bringen die Schildkröten diese Strecke jedes Jahr hinter sich. Schildkröten gelten ja als ziemlich langsam. Dafür ist ihre Ausdauer bemerkenswert. Immerhin schaffen sie an einem Tag leicht 6,5 Kilometer. Mir fehlen die richtigen Worte für das Pferd auf Spanisch. Jetzt weiß ich, warum die Schildkröten die Kraft von Bulldozern haben. Normalerweise sind die flacheren Inselregionen besonders trocken. Den Schildkröten bringt das viele Wasser mehr Nahrung, aber es erschwert ihnen auch die Wanderung. Hier ist wohl Endstation. Weiter kann mein Pferd nicht. Das letzte Stück müssen wir zu Fuß gehen. Mir tut alles weh. 3 Stunden reiten. Morgen bin ich so steif wie ein Brett. Ich bin das eben nicht gewohnt. Und wie sollen wir in dieser Wildnis Schildkröten finden? Es wird immer besser. Ein toller Wald. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt wird es sumpfig. Eine Passionsfrucht. Ein gutes Zeichen, weil das eine ihrer Leibspeisen ist. Aber das Unterholz ist immer dichter. Es wird immer heißer. Die Sandfliegen geben keine Ruhe. Und weit und breit keine einzige Tortuga. Tortugas! Dann entdecken wir plötzlich eine echte Dampfwalze. Seht euch bloß diesen Brummer an. Das ist absolut unglaublich. Bestimmt die größte Schildkröte, die ich je gesehen habe. Ich bin überwältigt. Eine echte Schönheit und ziemlich feist. Wir haben so viele 1000 Kilometer zurückgelegt, um das hier zu erleben. Eine Riesenschildkröte in freier Wildbahn. Unglaublich. Das war ein harter Tritt, aber er hat sich gelohnt. Frische Passionsfrucht, kein schlechtes Leben. Das ist ganz nach ihrem Geschmack. Und dabei noch ein gemütliches Schlammbad. Das hält frisch und fit. Meine Güte, ist die groß. Die hat gewaltige Proportionen. Daneben sieht sogar Harriet klein aus. Und wir dachten, dass sie ein großes Exemplar ist. Neben diesem Kerl hier wirkt sie wie ein Zwerg. Über das Wachstum dieser Tiere in freier Wildbahn ist nur wenig bekannt. Wir können deshalb nicht bestimmen, ob unser Riese älter oder jünger ist als Harriet. Aber in jedem Fall ist er deutlich älter als wir. Keine Ahnung, wie alt er ist. Der könnte schon Darwin getroffen haben. Oh,
great pattern on the shell. Sehr schöne Zeichnung auf dem Panzer. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht einmal, welche Unterart das ist. Auffällig ist der schöne Schwung am hinteren Ende des Panzers. Absolut prachtvoll. Magnificent. Absolutely magnificent. Ich brauche ein paar Nahaufnahmen von dem Passionsfruchtsaft und dem geschwungenen Panzer. Für Harriet. Diese Sandfliegen. Okay, Kumpel. Einmal Cheese für Harriet. Sehr schön. Die werden vergrößert. Für unser Mädchen Harriet. Die Riesenschildkröten sind nicht die einzigen legendären Lebewesen auf den Galapagos-Inseln. Hier leben noch jede Menge anderer einmaliger Tiere. Überall auf den Inseln gibt es große Vogelkolonien. Wir wollen zu einem der merkwürdigsten Vögel der Welt. Dafür müssen wir wieder einmal einen Fußmarsch hinter uns bringen. Diesmal wird es wohl nicht ganz so schlimm und der Anblick lohnt sich wirklich. Normalerweise ist das Wasser ziemlich abgestanden. Der viele Regen hat aber dafür gesorgt, dass es im Moment sehr viel frisches Wasser gibt. Und da drüben sind ein paar Flamingos. Schöne Vögel. In den kleinen Flamingokolonien auf den Inseln leben heute nur noch rund 500 Flamingos. Das ist nicht sehr viel. Die Tiere sind deshalb sogar vom Aussterben bedroht. Und wir dürfen sie in keinem Fall stören. Die Flamingos kennen, genau wie die anderen Tiere hier, keine Scheu. Die staatlichen Wildhüter sorgen dafür, dass die Besucher ihnen nicht zu nahe kommen und dass keiner die Wege verlässt. Deshalb können die Touristen aus der ganzen Welt die Vögel immer noch aus der Nähe betrachten. Sie haben eben keine Angst vor den Menschen. Der Mittelpunkt eines Flamingo-Daseins ist die Lagune, in der das Tier lebt. An ihren Rändern werden Nester gebaut und die Paarung findet im Wasser statt. Die Nahrung der Tiere findet sich auf dem schlammigen Grund der Lagune. Das hier ist kein gewöhnlicher Schlamm. In diesem Sediment wimmelt es nur so von winzigen Lebewesen. Die Flamingos auf den Galapagos-Inseln mögen Wasser, das ihnen gerade bis zum Bauch reicht. Sie wollen auch herumlaufen und schwimmen nicht so gern. Der Grund dafür ist, dass sie fast ständig auf Nahrungssuche sind. Wenn das Wasser niedrig genug ist, drücken sie es mit der Zunge durch ihren Schnabel wie durch ein Sieb. Dabei bleiben winzige Krebse hängen, an denen sie sich ernähren. Ihre leuchtende Farbe verdanken sie übrigens nur diesen Krebsen. Mit ihren Füßen wühlen sie den Schlamm auf, mit ihrem Schnabel fangen sie ihre winzige Beute dann. Puerto Ayora auf der Insel Santa Cruz ist die größte Stadt auf dem Archipel. Nur auf 4 Inseln gibt es Ortschaften, in denen insgesamt ein paar tausend Menschen leben. Sogar dort lässt sich die legendäre Anpassungsfähigkeit der einheimischen Tierarten beobachten. Viele Meerechsen leben längst in der Nähe der Menschen. Dort finden sie immer etwas zu fressen. Das sind echte Stadtechsen. Diese Tiere haben die Vorteile der Zivilisation für sich entdeckt. Unter anderem die vielen ebenen Stellen für ein Sonnenbad. Diese Situation ist besonders schön. Hier sitzt ein dominantes Männchen, so ein echter Platzhirsch. Und dort sind zwei nette Weibchen. Und er passt den ganzen Tag lang nur auf, dass kein anderes Männchen in die Nähe kommt und ihm sein Revier klaut. Viele Leute finden ja, dass sie wie Monster aussehen. Ich finde ihre Gesichter aber sehr freundlich und hübsch. Wenn ich dem hier vor Steve begegnet wäre, würde mein Leben heute wohl anders aussehen. Moment mal. In der Stadt finden die Tiere auch eine gute Mischung aus Licht und Schatten, sodass sie ihre Körpertemperatur regulieren können. Und am Strand und auf der Mole finden sie ihre geliebten Algen. Unter den Galapagos-Inseln brodeln die Vulkane. Gleich hinter mir ist ein echter Vulkankrater. Wenn wir das sehen wollen, müssen wir auf Tauchstation gehen.
Kaum ist er im Wasser, begegnet Steve einem Knorpelfisch, den er auch auf der anderen Pazifikseite schon gesehen hat. Dieser gefleckte Adlerrochen gleitet durch das tiefe Wasser zwischen den Inseln. Wir sind direkt am Kraterrand. Rings um alle Galapagos-Inseln wird das Wasser ganz unvermittelt extrem tief. Genau wie hier. Auch wenn die nächste Insel gleich gegenüber liegt, kann das Wasser zwischen den Eilanden mehrere hundert Meter tief sein. An einigen Stellen stürzen die Felsen fast 2 Kilometer in die Dunkelheit. Das Wasser im Galapagos-Archipel ist besonders klar. Und es ist die Heimat von unzähligen tropischen Tier- und Pflanzenarten. Wieder kommt ein Rochen vorbei. Dieser hier ist aber auf dem Weg ins flache Wasser. Er macht, was Rochen am liebsten tun. Er versteckt sich im Sand. Jetzt können ihn seine Feinde nicht mehr sehen. Und er kann in aller Ruhe warten, bis ein leckeres Mittagessen vorbeikommt. Rings um die Inseln leben auch 12 verschiedene Haiarten. Das hier sind Weißspitzenriffhaie und die sind für den Menschen meistens ungefährlich. Trotzdem können sie durchaus zubeißen und man sollte ihnen nicht zu nahe kommen. Die Galapagos-Inseln sind ein berühmtes Hai-Revier, schon weil es hier Walhaie gibt, die größten Fische der Welt. Neben diesen wirklich harmlosen Riesen kommen aber auch Haie vor, die als besonders gefährlich gelten. Die Exemplare, denen wir begegnen, wirken allerdings ganz friedlich. Wenn man sich den Galapagos-Inseln zum ersten Mal nähert, ist man erstaunt, wie kahl sie wirken, vor allem in Küstennähe. Beim genaueren Hinsehen entdeckt man dann aber eine vielfältige Tierwelt. Tausende Vögel drängen sich noch auf dem kleinsten Flecken. Sie bauen ihre Nester in Nischen und auf Felskanten. Jeder geeignete Vorsprung ist hier vergeben. Direkt am Wasser leben die Meerechsen. Ihr Name sagt es. Sie sind die einzigen Echsen, die echte Bewohner des Ozeans sind. Diese legendären Reptilien haben sich nur hier entwickelt. Man findet sie an keinem anderen Ort. Die sind unglaublich. Mit ihren Krallen halten sie sich so fest, dass nicht einmal die Brandung sie wegspülen kann. Und sie haben gezackte Zähne. Mit denen reißen sie die Algen ab. Das war ein Volltreffer. Ich wäre einfach mitgerissen worden und hätte mir die Arme an den Muscheln verletzt. Meerechsen können sich stundenlang so festhalten. Sie bewegen sich nur, wenn sie es mal wärmer oder kühler haben wollen oder für einen Imbiss untertauchen. Eines ist sicher, die weichen nur, wenn sie es wollen. Diese Klippen sind der Lebensraum der Blaufußtölpel. Das sind vielleicht komische Vögel, die bringen mich echt zum Lachen. In der Paarungszeit zwitschern und schreien sie, strecken sich und öffnen die Flügel. Aber das Komischste sind ihre großen blauen Füße, die sie immer herzeigen. Sieh mal, wie hübsch meine Füße sind. Das gehört alles zum Paarungsritual. Ein Drittel aller Blaufußtölpel der Welt lebt auf den Galapagos-Inseln. Neben ihnen leben 18 weitere Seevogelarten auf den Inseln und einige von ihnen in riesigen Mengen. Insgesamt wird geschätzt, dass wohl rund 750.000 Seevögel auf diesem Archipel leben. Aber auch Meeressäuger wie die Seebären und die größeren Seelöwen fühlen sich hier wohl. Es gibt 2 Seelöwenarten auf den Galapagos-Inseln. Für einen Seelöwen ist jeder Tag ein guter Tag. Diese Tiere schwimmen gern, sie spielen und fangen Fische. Das Erstaunlichste an ihnen ist aber, dass sie mit ihren Flossen sogar die Felsen hinaufklettern. Nur für ein Sonnenbad.
Völlig mühelos. Das hier sind Seebären. Die sind kleiner und ganz niedlich mit ihren großen Augen. Echte Akrobaten. Auch für sie sind die steilsten Felsen kein Problem. Ist das nicht ein tolles Empfangskomitee? Braver Junge. Jetzt werden sie mürrisch. So eine Artenfülle. Wir haben Felsen mit Krebsen, ein Seelöwenbaby und natürlich die weltberühmten legendären Meerechsen der Galapagos-Inseln. Ein toller Tag. Ich finde es ja erstaunlich, wie friedlich all diese Tiere auf so engem Raum nebeneinander leben. Wahrscheinlich, weil keiner von ihnen den anderen frisst. Sie sind es gewohnt, ihre Ruhe zu haben. Deshalb akzeptieren sie auch den Menschen. Für sie ist er nur eine weitere Art, die einmal vorbeikommt. Ich bin nicht deine Mutter. Ist der nicht schön? Das ist ein alleinstehender Seelöwe, der noch um sein Revier und ein paar Weibchen kämpfen muss. Zuerst reden die Männchen dabei ein bisschen Tacheles, dann beißen sie sich oft ziemlich heftig in den Hals. Man sieht noch die Narben von den früheren Kämpfen. Im Moment macht er Pause und erholt sich von den letzten Streitigkeiten. Seht euch bloß diesen Riesenkerl hier an. Er ist der Alpha-Bulle. Das hier ist also sein Revier. Wow, 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 das ist mein Revier. Ich bin der größte Säuger weit und breit. Ich finde Körpersprache ja ziemlich aussagekräftig und lasse ihm sein Gebiet. Kein Problem, Kumpel. So ein wunderbarer Ort. Wir könnten ihren Streitereien den ganzen Tag lang zusehen. Diese Tiere leben in einer ausgeklügelten sozialen Struktur. Da ist es schon faszinierend, sie einfach nur zu beobachten und sich zu fragen, wer hier welche Rolle spielt. Das ist ein Galapagos-Fink, der sich auf dem Kaktus wie zu Hause fühlt. Wir waren überrascht, wie weit sich die Seebären und Seelöwen vom Wasser wegbewegen. Andernorts bleiben sie meist direkt neben der Brandung, weil sie ja keinen Landraubtieren begegnen wollen. Hier haben sie aber keine Feinde, deshalb findet man die Meeresbewohner an den merkwürdigsten Stellen. Das gilt auch für diese Mutter, die gerade ihr Junges säugt. Sind die nicht süß? Zu den vielen Arten, die es nur auf diesem Archipel gibt, gehören auch 7 Lava-Echsenarten. Sie alle unterscheiden sich deutlich voneinander. Sogar innerhalb einer Art sehen die Tiere auf den verschiedenen Inseln unterschiedlich aus. Sie alle haben jeweils die Farbe, die sie in ihrem Umfeld am besten schützt. Weil sich die Arten auf den Inseln so unterschiedlich entwickelt haben, kam Charles Darwin übrigens auf seine Evolutionstheorie. Die meisten Lava-Echsen sind ziemlich klein. Trotzdem liefern sich diese Winzlinge erbitterte Kämpfe. Diese Echsen sind Allesfresser. Sie vertilgen nicht nur Insekten, sondern, wie das Männchen hier, auch mal Blüten. Bei diesen Tieren kämpfen in der Paarungszeit übrigens die Weibchen um die Aufmerksamkeit des Männchens. Männchen wie Weibchen haben eigene Reviere. Mit ihren Liegestützen
zeigen sich diese Weibchen als stolze Revierbesitzerinnen. Und sie kämpfen wie verrückt, um einen Kerl zu kriegen. Es gibt ja tausende von Echsenarten auf der Welt, aber die Leguane zählen zu meinen Favoriten. Eine der tollsten Echsen, die ich je gesehen habe, sind diese Drusenköpfe, die es nur auf den Galapagos-Inseln gibt. Wir haben hier gerade einen tollen Blick auf ein großes, kräftiges Männchen in Gelb. Und gleich dahinter sitzt ein Mädchen. Sie ist wunderhübsch, viel feiner und nur am Bauch ein bisschen runder. Ihr Kopf ist nicht so schön hell, aber sie ist trotzdem toll. Drusenköpfe sehen ja eigentlich aus, als ob man ihnen lieber nicht zu nahe kommen sollte. Dabei sind sie ziemlich tolerant, wenn es um Menschen geht. Wie alle Tiere hier sind sie streng geschützt. Man darf sie nicht einmal berühren. Die größten Exemplare werden rund einen Meter lang und können knapp 15 Kilo wiegen. Sie sind Pflanzenfresser und ernähren sich von Gräsern. Manchmal knabbern sie aber auch an einem toten Seebär oder Vogel. Ihr Maul muss extrem unempfindlich sein. Sie verdrücken nämlich sogar Kakteen mitsamt Stacheln. Und wenn sie einmal ein Insekt schnappen, schlucken sie seinen Panzer einfach mit herunter. Auf den Galapagos-Inseln gibt es nicht sehr viele Insekten. Diese bunten Heuschrecken kommen allerdings in Hülle und Fülle vor und sind so auffällig, dass sie für die Echsen leichte Beute sind. Eines ist klar, wo es Leben gibt, gibt es auch Tod. Das hier ist ein totes Seebärenjunges. Es wird jetzt Teil der Nahrungskette. Das Gute an so furchtlosen Tieren ist, dass man sie aus nächster Nähe beobachten kann. Die sitzen einfach da und sehen zu, wie wir um sie herumschleichen. Wie alle Reptilien häuten sie sich, wenn sie wachsen. Ihr Panzer lässt sie ja wie kleine Ungeheuer aussehen. Dabei sind das die harmlosesten und freundlichsten Echsen, denen ich je begegnet bin. Ihre Körpertemperatur können sie nur regulieren, indem sie ihren Platz wechseln. Wenn sie etwas Wärme brauchen, setzen sie sich in die Sonne. Und wenn es dann zu heiß wird, suchen sie sich ein schattiges Plätzchen. In ganz kalten Nächten drängen sie sich dicht aneinander, um nicht zu sehr auszukühlen. Die Drusenköpfe können bis zu 60 Jahre alt werden. Dieses große Männchen sieht so aus, als wäre es gerade auf dem Weg zur Rentenkasse. Was sehen meine entzündeten Augen? Ein Pinguin in den Tropen? Genau. Ich unternehme heute einen zweiten Tauchgang, weil ich mir die Pinguine ansehen will. Und ich habe gleich einen neugierigen Seebären vor mir. Der findet mich sehr interessant. Und er ist nicht allein. Junge amüsieren die sich. Ihre Augen sind ziemlich gut. Die sehen ganz genau, was hier so los ist. Da kommt noch einer. Sie tanzen immer um mich herum. Ich würde die Luft auch gerne einmal so lange anhalten können. Und noch ein Salto. Die spielen anscheinend genauso gern wie ich. Mir machen diese Meeressäuger wirklich Spaß. Die sind so neugierig. Auf den Galapagos-Inseln gibt es ja viele merkwürdige Tiere. Die Pinguine scheinen hier aber fehl am Platz zu sein. Diese erstaunlichen Vögel werden beim Schwimmen bis zu 24 Stundenkilometer schnell. Das ist schneller als die besten Athleten. Aber seltsam ist es schon, diese Kaltwassertiere in den Tropen zu sehen. Das sind Galapagos-Pinguine, die einzigen tropischen Pinguine der Welt. Alle anderen Pinguinarten leben Richtung Südpol. Diese hier sind klein und ganz niedlich.
but they're cute. Normalerweise leben zwischen 2.000 und 5.000 Pinguine hier. El Niño hat aber die Wassertemperaturen ansteigen lassen. Darunter leiden die Fische und letztlich die Seevögel. Für Steve ist das der Höhepunkt der Reise. Er wollte schon immer mal mit diesen netten Meeresbewohnern planschen. An den meisten Tagen sind die Pinguine schon vor dem Morgengrauen unterwegs, schwimmen und jagen nach Fischen. Zwischendurch ruhen sie sich kurz am Ufer aus. Am späten Nachmittag kehren sie in ihre Kolonien zurück. An der Wasseroberfläche sind sie eher langsame Schwimmer. Aber wenn sie erst abtauchen, dann fliegen sie förmlich durchs Wasser und flattern wie verrückt mit ihren kleinen Flügeln. Kaum zu glauben, dass es in den Tropen Pinguine gibt. Früher waren sie zahlreicher, inzwischen sind die Bestände aber ziemlich geschrumpft. El Niño tut ihnen nicht besonders gut. Ich bin froh, dass wir ihnen zusehen konnten, wie sie über die Felsen hüpfen oder ein Nickerchen machen. Wirklich toll. Gracias, amiga. Am frühen Morgen lassen sich die Seelöwen besonders gut beobachten. Kolonien wie diese finden sich auf den Galapagos-Inseln fast überall dort, wo es sandige Strandabschnitte und ein eher flaches Ufer gibt. Auch diesmal haben die Tiere keine Probleme mit uns. Wir müssen nur einen minimalen Sicherheitsabstand einhalten. Im Augenblick gibt es zahlreiche Junge in der Kolonie. Trotzdem zeigen sich die Tiere überhaupt nicht nervös. In einer solchen Seelöwenkolonie herrscht eine strikte Rangordnung. Die älteren Tiere sind voller Narben. Vielleicht gilt ja auch hier das alte Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen. Ein großes Männchen schart bis zu 25 Weibchen um sich. Mit einem Harem hat das allerdings weniger zu tun. Eigentlich sieht es eher so aus, dass die Männchen einen bestimmten Strandabschnitt verteidigen und die Weibchen liegen eben an einigen Stränden lieber als an anderen. Wenn es ihnen in einer Bucht plötzlich nicht mehr passt, können sie einfach weiterziehen. Und genau das tun viele von ihnen auch. Dieses Männchen ist der Boss hier. Wenn ein Konkurrent auftaucht, kriegt so ein Boss sofort einen dicken Hals. Die beiden liefern sich ein kleines Duell. Das laute Gebell ist schon der erste Teil der Kampfhandlung. Dann geht's zur Sache. Zum Glück sind die Seelöwen ganz mit ihren Artgenossen beschäftigt. Auch im Wasser ist einiges los. Ich würde mir das gern einmal genauer ansehen. Aber dazu muss ich mich an die Regeln halten. Und die sind nicht immer offensichtlich. Da vorne ist ein besonders großes Männchen. Das könnte der Alpha-Bulle sein. Der stellt die Regeln auf. Ich hoffe nur, dass ich ihn auch richtig verstehe. Die Viecher können nämlich ganz schön zubeißen. Und er ist ziemlich kräftig. Während die Weibchen in aller Seelenruhe durch die Brandung surfen, wage ich mich noch ein bisschen näher heran. Wie immer schwimmen mir die Tiere sofort entgegen. Sie wollen sich diesen komischen Besucher ganz genau ansehen. Anfangs scheint es ihnen völlig egal zu sein, dass ich in ihr Element eindringe. Aber dann wird die Lage brenzlig. Das Alpha-Männchen prescht auf mich zu. Vielleicht sollte ich mich lieber verabschieden. Wenn der Boss nämlich klarstellt, dass man nicht mehr mitspielen darf, dann ist daran nicht zu rütteln. Die heißen ja nicht zufällig Seelöwen.
Er ist der King und ich bin draußen. Inzwischen schützen sich die Reptilien vor der Mittagshitze. Auf dieser besonders trockenen Insel muss dafür ein Kaktus reichen. Für mich sind das die spektakulärsten Meeresreptilien, die Galapagos-Meerechsen. Die sind so gelassen und entspannt. Auf ihrem Schattenplätzchen lassen sie sich nicht einmal von mir stören. Die warten in aller Ruhe, bis die Temperatur gerade richtig ist, und dann rennen sie zum Strand hinunter und zum Algenbuffet. Die sind einfach wunderschön. Besonders verrückt ist aber, dass man hier den Reptilien so nahe kommen kann, ohne dass sie einen auch nur zur Kenntnis nehmen. Ich bin ihnen schlichtweg egal. Wir finden die Meerechsen einfach toll. Charles Darwin war nicht so angetan. Er beschrieb sie als hässliche Kreaturen und fand sie dümmlich und schwerfällig. Von allen Reptilien, die es gibt, können sie am besten mit dem salzigen Meerwasser umgehen. Wenn sich Salzrückstände in ihrem Körper angesammelt haben, öffnen sie ihre Nasenlöcher und schneuzen sich einmal kräftig. Die Meerechsen ernähren sich auf zwei verschiedene Weisen, je nachdem, wie groß sie sind. Die kleineren Exemplare fressen die Algen ab, die bei Ebbe am Wasserrand sichtbar werden. Im Wasser würde ihre Körpertemperatur zu schnell sinken und sie hätten nicht mehr genug Kraft, um sich vor Sonnenuntergang wieder in Sicherheit zu bringen. Die größeren, älteren Echsen sind dagegen so schwer, dass sie es auch eine ganze Weile im Wasser aushalten. Sie können deshalb zu den Stellen abtauchen, an denen es besonders viele Algen gibt. Bevor ihnen kalt wird, haben sie sich schon satt gefressen. Aua, das tat weh. Die Leguane können sich an den Felsen festkrallen. Ich kann das nicht. Bei den Echsen sieht das so einfach aus, aber ich bin schon fix und fertig. Meine Füße sind für diese Felsen nicht gemacht und für die schwere Brandung auch nicht. Für die Echsen ist das kein Problem, aber ich muss hier weg, sonst werde ich noch erschlagen. Ich bräuchte Krallen. Mein Bein freut sich. Wie schaffen die das bloß? Die Echsen schwimmen genau wie Krokodile. Ein paar gemächliche Schläge mit dem Schwanz und schon gleiten sie durch das Wasser. Mich wundert nicht, dass diese Tiere zur Legende wurden. Für mich waren sie ein Höhepunkt der Reise, auch wenn wir vor allem Harriets Vettern besuchen wollten. Es ist richtig schön, wieder im Australia Zoo zu sein. Wir haben dich vermisst, Harriet. Ihre Kiefer sind nicht ganz ohne. Echt stark. Ich habe ein paar Schnappschüsse von dem Riesenmännchen mitgebracht. Vielleicht ist das einer von Harriets Verwandten oder ein Ex. Na, was sagst du zu dem Kerl? Interessiert sie überhaupt nicht. Trotzdem, für mich war das die Reise meines Lebens.